gesagt, und das ist mir gleich hängen geblieben, dass Sie als Eigentümervertreter für alle Österreicherinnen und Österreicher sehr hinter diesem Projekt stehen. Jetzt weiß man ja, der Bund ist ja manchmal auch geneigt, sich von Dingen zu trennen, die sozusagen noch im Bundesbesitz sind. Ist das ausdrücklich aber so, das hätte ich jetzt herausgehört, von dem würde man sich nie trennen, weil es gut läuft? Also es ist eine Grundlage der Investition, die wir jetzt setzen, gemeinsam mit der Stadt Wien, weil wir auf einer guten Grundlage aufbauen und eine Basis in die Zukunft legen. So gesehen würden wir nicht die Segel setzen, wenn wir wissen, dass wir das Boot verkaufen. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, Sie haben schon gesagt, Sie sind ja selbst auch aktiv am Segelboot, kennen das. Und wir haben auch heute gehört, wenn man das Segel immer in den richtigen Wind dreht, das ist das Wichtige. Wie gefällt Ihnen ganz persönlich so das Projekt, so wie wir es jetzt gesehen haben, mit dieser Lösung eines offenen Platzes, der überdacht wird, aber temporär als Halle genutzt werden kann? Also ich finde es sensationell von der Lösung her, weil ich glaube, die Grundidee ist, dass man hier eben nicht nur wieder einen verbauten Raum schafft, sondern dass man eine flexible Lösung hat. Und das besonders Schöne für mich an dieser Umsetzung ist, dass hier auch noch die Variabilität gegeben ist, zu öffnen. Das heißt, dass hier wirklich auch stadttechnisch und wirklich raum- und platztechnisch etwas entsteht, das neben dem Kongress und dem eigentlichen Kernansatz auch noch zusätzlich diese Region beleben wird. Zum Schluss, es ist ja eine Partnerschaft hier zwischen dem Bund und der Stadt Wien, auch in der Finanzierung. Wie ist das zustande gekommen? War es ein schwieriger Weg? Ist es leicht gegangen? Und wie wird es aufgeteilt? Es ist von der Eigentümerseite klar auf unserer Linie gelegen. Wir haben aber hier natürlich so wie bisher auch die Stadt Wien eingeladen, weil es auch, wie gesagt, Wertschöpfungsverbindung gibt, auch Tourismus und so weiter. Und die Stadt Wien hat sich Gott sei Dank auch wieder als Partner in dem Bereich gemeinsam engagiert. Ich glaube, dass es hier eine sehr, sehr gute Achse gibt zwischen der Stadt Wien und dem Bund. Und da baue ich darauf, dass es nicht nur in diesem Bereich so sein wird. Und die Investitionskosten werden wie gesplittet? In welchem Verhältnis kann man das sagen? Also es wird gesamt rund 32 Millionen an Investitionskosten bedeuten. 65% tragen wir vom Bund und 35% wird die Stadt Wien beitragen. Dankeschön. Danke auch.